1988. Rudi, ein mittelmäßiger Gitarrist, geboren im Münsterland, der seine Jugend im Westerwald verbrachte, arbeitete als Fahrer für eine Torbaufirma. Mit dem Job war er nicht wirklich glücklich. Mit seiner Band hatte er nur einige kleine Auftritte, fühlte sich aber zu mehr berufen und änderte radikal sein Leben im Sommer von 1988. Das ist der Zeitpunkt, wo diese Geschichte anfängt und Rudi Lombago geboren wurde. Kinder- und Narrengeschichte 1988. Er schaute sich um. Die Straße, auf die er ging, war menschenleer. Und am Horizont sah man noch die Hoteltürme in den Himmel wachsen. Es war spät geworden. Ja, dieser Abend war schier eine Ewigkeit gewesen. Er hatte gut gespielt heute. Mit der Gitarre in Bars spielte er sich jeden Abend etwas Geld zusammen. Danach hatte er sich in einer kleinen Bar niedergelassen, etwas gegessen und jetzt war er wieder alleine auf der Straße. »Wo sind die ganzen Leute?« dachte er laut. Der ganze Abend war für ihn wie ein Dauerauftritt gewesen. »Ich suche mir noch einen guten Schlafplatz und dann ist es gut für heute.« Er hatte schon echt Routine. Ein Platz war schnell gefunden. Die Bastmatte, dann er selbst und darüber die blaue Decke. Den Rucksack als Kopfkissen und den Gitarrenkoffer im Arm wie eine Frau. Dann stopfte er sich noch eine Purpfeife und fing an abzufahren. Wie jeden Abend sah er noch einen ganz besonders hellen Stern und das Meeresrauschen war die Musik zu dieser Szenerie. Weit draußen waren noch vereinzelte Fischerboote, von denen sah man nur noch die roten und grünen Positionslichter. Er dachte zurück. Er hatte alles hinter sich gelassen, seinen Job, sein Apartment, seine Freunde, seine Familie, aber auch die Angst zu versagen. Er bereute keine Minute seines jetzigen Daseins. Er fühlte sich frei. Ja, richtig frei, zum ersten Mal im Leben. Dieses Gefühl war besser als alles, was er bis dahin kannte. Nach einer Zigarette dämmerte er einen neuen Morgen entgegen. Einen Morgen, an dem er sie vielleicht finden würde. Eine Frau. Ein Augenstern, die einfach mit ihm gehen würde, ohne Fragen zu stellen, die sich einfach auf ihn verlassen würde. Als er am nächsten Morgen aufwachte, musste er sich erst einmal erinnern. Wo bin ich eigentlich? Ach ja, in Sitges. Das ist in Spanien und liegt am Mittelmeer. Alles war feucht und vom Tau überzogen. Aber die Sonne, die aufging, versprach einen sehr heißen Tag. Schon eine halbe Stunde später hatte die Sonne den Tau und alles Feuchte verdunstet. Man brauchte nur noch den Sand abklopfen und war bereit für den Tag. So machte er sich auf den Weg. Er war auf Tournee. Jeden Tag eine Stadt. Morgens trank er einen Kaffee con leche in einer Bar und danach ging es per Anhalter zur nächsten Stadt. Immer Küstenstädte mit viel Touristik. Mittags schaute er sich Lokale an, in denen er abends spielen konnte. War das erledigt, ging es zum Strand. Der Nachmittag war reiner Urlaub. In der Sonne liegen, schwimmen und sich mit fremden Leuten unterhalten.
Ging die Sonne dann unter, wurde es Zeit zum Arbeiten. Er packte die Gitarre aus, stimmte sie und ging dann in Bars, Terrassen, Restaurants, um vor den Leuten zu spielen. An guten Tagen machte er 3.000 bis 6.000 Pesetas, was für ein gutes Leben reicht. 1.000 Pesetas abends zum Essen, 1.000 Pesetas für den nächsten Tag und den Rest in Reserve. Man weiß ja nie. Wie im Juli hatte er einen Hexenschuss bekommen und musste für Arzt und Medikamente 5.000 Pesetas bezahlen. Zu alledem konnte er 3 Tage nicht arbeiten. Das ist schon gut, wenn man etwas auf der Kante hat. So lebte er ohne Zeitgefühl und es war auch nicht schwer, abends Kontakte zu knüpfen. Mit einer Gitarre ist man niemals ganz alleine. Wenn er abends Lust auf Leute hatte, setzte er sich nachts auf einer Strandpassage, spielte etwas und schon waren Leute da. Manchmal Freaks, die ihn nach Stoff fragten. Manchmal Mädchen, die leider nie die ganze Nacht Zeit hatten. Und oft wurde er auch zum Rauchen eingeladen. An diesem Tag war Turzil Kalafell. Ein netter Engländer hatte ihn mitgenommen. Es war auch nicht schwierig, die Bars ausfindig zu machen, wo er abends spielen würde. Es war eine langgezogene Passage mit unzähligen kleinen Bars. Als er das gesehen hatte, ging er zufrieden zum Strand und richtete sich auf einen langen Tag ein. Nach dem Motto, der 5-Liter-Kanister Wasser ist immer dabei. Als es ihm zu heiß wurde, sprang er ins Mittelmeer, das sein bester Freund geworden war. Irgendwie war es immer da und einen Großteil seiner Freizeit verbrachte er mit diesem Freund. Dieser Freund war nicht stumm. Wenn er nachts seine Lieder spielte, war das Meer mit seinem Rauschen wie ein Gruppenmitglied und sie ergänzten sich auf wundersame Weise. Endlich fiel die Sonne vom Himmel und es wurde Zeit zum Arbeiten. 3 Stunden musikalische Arbeit lagen vor ihm. Doch es war ein guter Tag und es waren auch nette Leute dabei, die ihm 500 Pesetas am Stück gaben für ein ganz besonders gelungenes Lied. Als er fertig ist, hat er 5.500 Pesetas zusammen. Jetzt erstmal was essen. Für solche Zwecke sucht er sich vorzugsweise ganz leere Bars aus. Das hat den Vorteil, dass man sein Essen schnell bekommt und man kann sich mit den Leuten unterhalten. Man lernt Land und Leute von einer ganz anderen Seite kennen. Als er seinen Hunger gestillt hat, geht er noch in eine andere Bar in Kalafell. Es ist mehr eine Musikbar. Als der Besitzer seinen Gitarrenkoffer sieht, fragt er ihn, »Hast du Lust hier zu spielen?« »Klar doch«, sagt er. Und schon wird ein Barhocker in eine Ecke gestellt. Die Leute werden aufmerksam. Dann legt er los mit Stücken von Neil Young, Pink Floyd, John Lennon und so weiter. Alle Leute finden es gut und gehen richtig mit. Der ganze Pub findet es gut. Endlich mal Live-Musik. Als er sein Repertoire durch hat, bedankt er sich beim Publikum und hat den ganzen Abend freies Trinken. Nach 5 Gin Tonic wankt er wieder auf die Straße. Es geht zum Strand. Wieder alleine. Wieder in den Staub der Straße, der auch ein Freund von ihm geworden war. In der Nacht schläft er neben ein Tretboot, das über Nacht auf den Strand gezogen wurde. Wieder dämmert er einen Morgen entgegen. Er schläft schnell ein. Der Gin macht ihn ganz schön zu schaffen. Als er am nächsten Morgen aufwacht, stellt er am Stand der Sonne und an den Leuten am Strand fest, dass er länger als sonst geschlafen hat. Erstmal was trinken, denkt er und nimmt einen guten Schluck aus dem Wasserkanister. Die Sonne ist schon gut warm. Rudi steht auf, zieht sich Sporthose und T-Shirt an. Alles andere verstaut er in seinem Rucksack. Dann geht er los. Heute ist es nicht weit und die nächste Stadt kann man schon sehen. 8 Kilometer, Torre d'Embarra. Dort angekommen geht er erstmal in eine Bar und trinkt einen Granizado Limon.
Das ist Zitronensaft, der so weit heruntergekühlt ist, dass er nur noch aus Eiskristallen besteht. Rudis neuestes Lieblingsgetränk. Er trinkt schnell, was ihn Kopfschmerzen verursacht, die aber bald nachlassen. Rudi erkundigt sich beim Wirt, wo die Passage und die Bars sind. Dieser erklärt ihm den Weg. Als Rudi ausgetrunken hat, macht er sich auf die Socken. Der Hafen ist schnell gefunden. Aber die Passage erweist sich als zu groß geratenes Blumenbeet und die Bars liegen an einer stark befahrenen Straße. Scheiße, denkt Rudi, da werde ich mir heute Abend die Lunge aus dem Hals schreien. Da er Hunger hat, geht er erstmal einkaufen. Brot, Frischkäse, ein paar Tomaten und Würstchen. Wasser hat er noch genug. Mit den Sachen geht er zurück zum Strand und macht es sich gemütlich. Er fängt an zu essen. Die Leute aus der näheren Umgebung sind neugierig geworden. Sein Gitarrenkoffer macht wirklich was her. Aber Rudi lässt sich nicht stören, ist fertig, verstaut die restlichen Sachen im Rucksack und schreibt einen Brief an Lisa. Als er den fertig hat, schwimmt er etwas, geht zurück zu seinen Sachen, trocknet sich ab, raucht eine Zigarette. Erst dann packt er seine Gitarre aus und spielt etwas. Er spielt bekannte Oldies, die Menschen am Strand finden es gut. Dann ist es wieder Abend. Rudi zieht sich um und geht in eine Bar. Es wird schwierig genug heute. Ich trinke erst mal ein Espresso und dann geht es los. Etwas später, die Gitarre ist gestimmt, fängt er an. Als er die Reihe Bars durch hat, sagt er sich, ich lasse es gut sein für heute. Vielleicht läuft es in der nächsten Stadt besser. Er geht zum Strand und richtet schon sein Nachtlager. Er arbeitet noch an einigen Stücken. Da kommen einige jugendliche Spanier vorbei, hören seine Musik und fragen, sag mal, rauchst du? Rudi sagt, ja, und wenn ihr wollt, können wir ja eine Beachparty machen. Es sind drei Mädchen und vier Jungs. Sie lassen sich neben Rudi in den Sand fallen. Einer fängt an, einen Joint zu drehen. Rudi spielt Gitarre und es wird eine super geile Party. Man hat viel Spaß miteinander. Einige Stunden nach Mitternacht verabschiedet sich die Gruppe von ihm. Rudi packt die Gitarre ein, raucht noch eine Zigarette und schon schläft er ein. Am nächsten Morgen wird er unsanft geweckt. Regentropfen fallen in sein Gesicht. Rudi handelt schnell. Alles einpacken und sich unter ein Vordach flüchten sind ein Ding. Dann legt der Regen erst richtig los. Spanische Regenschauer sind heftig, aber kurz. Nach anderthalb Stunden ist alles vorbei, die Wolken verziehen sich und wieder scheint hell die Sonne. Rudi denkt, was soll's, geht in eine Bar, trinkt einen Kaffee, um sich aufzuwärmen. Danach wieder auf die Straße. 3 Stunden in der Sonne, er ist einem Hitzeschlag nah, da hält endlich ein Spanier an. Endlich! Denkt Rudi. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie weg. Es stellt sich heraus, dass der Spanier ein großer Musikliebhaber ist und Rudi zu einem Drink einlädt. Sie halten an einer kleinen, sehr typischen Bar. Rudi bestellt einen Ponche und der Spanier einen Brandy. Rudi erzählt so gut er kann dem Spanier seine Geschichte. Der findet es fantastisch, dass Rudi so zielstrebig ist und überhaupt dachte er, so Leute wären schon ausgestorben. Als sie den Weg fortsetzen, kommen sie an einem Ort vorbei, der für Rudi vielversprechend aussieht. Langer weißer Strand und auch Hotels. Rudi sagt dem Spanier, dass er sein Glück hier versuchen will. Sie verabschieden sich und der Spanier wünscht Rudi viel Glück. Rudi geht zum Strand. Dort angekommen, legt er sich mit der Badehose in die Sonne. Am Strand ist nicht viel los und Rudi raucht aus lauter Langeweile etwas. Erst fährt Rudi mächtig ab, doch dann merkt er, dass es wohl etwas viel war. Er fühlt sich müde und abgekämpft. So eine Tour stresst ganz schön. Rudi schläft am hellerlichten Tag ein. Als er wieder aufwacht, ist es schon fast dunkel und er hat mächtig Hunger. Rudi sieht die Passage vor der Stadt und denkt sich, heute mal andersrum. Erst essen, dann arbeiten. Er geht in ein Restaurant auf der Passage, bestellt ein Granizado Limon und Calamares Frito.
Plötzlich fällt ihm auf, dass der Laden voller Leute ist, aber absolut keine Musik. Richtig totenstill. Dann kommt sein Essen. Eine riesen Portion. Abschließend trinkt er noch einen Kaffee und bezahlt und fragt den Kellner: Kann ich hier Gitarre spielen? Der Kellner sagt: Das wäre super, die Bar ist noch ganz neu. Das Einzige, was fehlt, ist Musik. Rudi packt die Gitarre aus und fängt mit Stücken an. Die Leute sind sehr aufmerksam und Rudi gibt sich große Mühe. Er schafft mit der Gitarre und Gesang eine fast andächtige Stimmung. Wenn das Publikum so aufmerksam ist, kann man gut arbeiten. Schon nach dem ersten Stück gibt es gut Applaus. Dann das Stück Wish You Were Here. Viele Leute kennen es und singen mit. Wieder Applaus, dann Like a Hurricane und zum Abschluss Wie der Wind von Grobschnitt. Als er fertig ist, verbeugt er sich unter dem Applaus von Gästen, Kellnern und auch der Chef der Bar ist begeistert. Rudi geht mit einem Teller rum, bedankt sich bei allen in Form einer Zugabe. Dann ist Schluss und Rudi ist wieder auf der Straße. Er sieht noch eine Bar, in die er spielen will. Er stellt seine Sachen ab, hängt seine Gitarre um und als er näher kommt, hört er, dass Deutsche in der Bar sind und weiß auch schon, wie er sie drankriegt. Denn die meisten Stücke singt er in Englisch. Mitten im Programm spielt er wie der Wind. Für Rudi ist es interessant zu sehen, wie bei den ersten Textzeilen die Köpfe rumfliegen. Eine Frau raunt ihrem Mann zu: Hey Männer, der singt ja auf Deutsch. Darauf der Mann: Oh Hilde, dann sei mal für 5 Minuten ruhig, das Lied ist nicht schlecht. Das reicht ja wohl, denkt Rudi, setzt sich auf eine Bank auf einer Passage und will noch so etwas spielen. Gemütlich macht er sich eine Mischung, raucht einen Joint und trinkt etwas Wasser. Dann spielt er das Lied Run to Your Feelings. Das Lied hatte er für ein spanisches Mädchen geschrieben. Er war sehr verliebt gewesen. Conchi war so etwas wie ein Augenstern für ihn. Sehr liebes Gesicht, große braune Augen, dunkelbraune, fast schwarze Haare und sehr klein. Gerade das reizte Rudi ganz enorm. Die beiden hatten eine fantastische Nacht am Strand. Sie hatten etwas getrunken und saßen am Ufer. Rudi legte seinen Arm um sie und gab ihr einen langen, zärtlichen Kuss. Dann lernte Rudi, wie leidenschaftlich Spanierinnen sein können. So geschehen im Jahr 1988 in Spanien. Ob euch diese, meine Geschichte, gefällt, weiß ich nicht. Aber es ist meine wahre persönliche Geschichte von einer Zeit in meinem Leben, die ich nicht vergessen kann, in der ich frei war. Rudi.